Die Wahrheit über die EFG, Baptisten und die FEG, rette sich, wer kann. Innerhalb eines Gemeindebundes besteht überwiegend Betriebsblindheit. Die Gemeinden sind mit sich beschäftigt, mit ihrem Alltagsleben und nur sehr wenige überschauen die Ausmaße der Verwüstung innerhalb dieser Gemeindeverbünde. Als Außenstehender, der von Gott erfasst und verändert wurde, stellt sich die Situation viel klarer und einfacher dar. Die EFG und die FEG haben sich geistlich komplett ins Abseits gefahren. Sie predigen eine andere Lehre, einen anderen Christus und Nachfolger Jesu kommt nur noch am Rande vor. Diese Gemeinden haben Pastoren, die der Gemeinde eine unterhaltsame Predigt abliefert und dafür mit einem Gehalt versorgt werden. Die Hauptaufgabe der Schäfchen ist, ihren Zehnten zu geben und die Hauptaufgabe des Pastors ist, den Menschen zu predigen, dass Gott sie liebt, sie gute Menschen sind und Gott im Himmel nicht auf sie verzichten kann. Wer sich mit der Materie befasst hat, weiß, dass bereits seit Jahrzehnten in den Ausbildungsstätten der EFG, die Theologische Hochschule Elstal in Wustermark, und der FEG, die Theologische Hochschule Eversbach in Dietz-Hölztal, die gotteslästerliche Theologie der historisch-kritischen Methode unterrichtet wird und damit völlig entgläubigte Pastoren in die Gemeinde kommen, denen der Glaube regelrecht ausgetrieben wurde. Vor 10 Jahren hörte man noch Menschen sagen, wenn in den Gemeinden bekannt wäre, was in den theologischen Hochschulen der EFG und FEG gelehrt wird, würde in den Gemeinden niemand mehr einen Absolventen aus diesen Hochschulen nehmen. Doch im Jahr 2021 kam ein Buch heraus, das alles offenlegt, was seit Jahrzehnten in die Köpfe der Prediger gepredigt wurde. Das Buch hat den Titel »Glauben, Lieben, Hoffen«. Das Buch ist absolut nicht empfehlenswert, es sei denn man liebt Horrorgeschichten und erfreut sich gerne am Untergang anderer. Es ist eine Ansammlung dessen, was verdrehte Lehrkörper in die Köpfe der Pastoren an diesen theologischen Hochschulen legen. Es ist reinste Gotteslästerung. Der Glaube an Gottes Wort ist dort völlig abhanden, sämtliche Grundwahrheiten des christlichen Glaubens werden nicht in Frage gestellt, sondern verneint. Ich glaube nicht, dass Satanisten eine zersetzendere Botschaft bringen können. Eines muss man korrigierend klarstellen, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hatten EFG und FEG noch eine gute Lehre. Als dann das Wirken des Heiligen Geistes in den Gemeinden begann, schlossen auch sie dem Heiligen Geist die Tür zu und folgten Tradition und ihrem Bild von Gemeinde mit Pastor, Gemeindehaus und Organisation von Gemeinde. Die Berliner Erklärung im Jahr 1909 stellte den Höhepunkt dieser traurigen Entwicklung dar. Egal, ob eine Gemeinde direkt damit verwickelt war oder nicht, sie musste sich dazu stellen und dafür oder dagegen sein. Dann kam mit dem Dritten Reich die nächste Entscheidung, auch hier versagten die Gemeinden total. Die Freikirchen bemühten sich anschließend um Anerkennung über die Ökumene und auch die theologische Ausbildung sollte staatlich Anerkennung finden und so zog irgendwann die historisch-kritische Methode mit ein. Ab diesem Zeitpunkt war das System dem Untergang vollends geweiht. Weil das Ziel dieser Schrift ist, Menschen aus der Betriebsblindheit herauszuholen und ihnen klarzumachen, dass wir dazu berufen sind, Jesus nachzufolgen und uns selbst zu sterben, brauchen wir Erkenntnis. Wir brauchen Erkenntnis, was die Bibel wirklich sagt, was Gottes Wille ist und dass wir gehorsam leben müssen. Die historisch-kritische Methode geht davon aus, dass die Bibel ein gewöhnliches Buch ist, Gott sich darin nicht offenbart, dass es Wunder und Prophezeiungen nicht gibt. Wie Menschen, die sich gläubig nennen, einer solchen Lehre auch nur zuhören können, ist für mich unmöglich. Es kann nur einen Grund geben, ungläubige Lehrer vermitteln ungläubigen Studenten eine tote Lehre, weil es im Studium in den Hochschulen der EFG und FEG um Wissen geht und nicht um Heiligung, Nachfolge, Charakterbildung und Glauben. Im Folgenden möchten Sie teilhaben lassen an Auszügen einer Kritik von Markus Till über das Buch Glauben, Lieben, Hoffen, den ich unten verlinke. Das Buch zeigt, dass junge Pastoren in den Gemeindebünden heute das offen zugeben, was dort gelehrt wird. Hätte es vor 1 bis 2 Jahrzehnten noch Aufstände gegen diese abgefallene Lehre gegeben, so sind diese Lügen heute schon fast akzeptiert. Nur wenige trauen sich leicht den Finger zu heben und anzumerken, dass man es anders sehen kann. Dass es im letzten halben Jahr keinen Aufstand gegen die öffentliche Blasphemie des Buches gegeben hat in der EFG und FEG, liegt daran, dass fast alle Pastoren diese Lehre verinnerlicht haben und nie dafür Buße getan haben. Beiträge über die Gefahr der historisch-kritischen Methode findet man im Gemeindealltag so gut wie nie. Die Lüge ist Alltag geworden in der EFG und FEG. Markus Till beginnt damit,
dass er zugibt, dass dieses Buch ihn aufgewühlt hat. Dabei ist das im Juli 2021 erschienene Werk Glauben, Lieben, Hoffen eigentlich nur eine Sammlung von Antworten auf 103 Grundfragen zum christlichen Glauben. Welche Theologie wird in diesem Buch aus dem Herzen der EFG und FEG vertreten? Beide Teile der Bibel sind Gottes Wort in Menschenwort, schreibt Volkmar Hamp, und konkretisiert ihre Denkweisen, sind den Orten und Zeiten verhaftet, aus denen sie stammen. S. 23. Tatsächlich wird es als Missverständnis bezeichnet, dass die alttestamentlichen Propheten über ihre Zeit hinausgeblickt und Zukunftsvorhersagen gemacht hätten. Eins auch in den apokalyptischen Texten im Neuen Testament geht es nicht um einen Plan für die Zukunft, sondern darum, den Menschen Mut zu machen. S. 230. Arschlüter. Die Offenbarung ist nicht Weissagungsschrift, sondern eine Mahn- und Trostschrift. S. 248. V. Hamp. Folgerichtig wird auch klargestellt, Jesus wird nicht im Alten Testament vorausgesagt. Diese Vorstellung wäre christliche Arroganz, die im Antisemitismus endet. Mir wird bei fast jeder Aussage in diesem Buch schlecht. Es ist schier unerträglich, die Gottesferne, die verinnerlichten Lügen dieser Autoren zu ertragen. Allein die Zusammenfassung zu lesen, erfordert fast Tabletten gegen Übelkeit. Der Glaube, der in diesen Zeilen sichtbar wird, ist tot. Es ist übelste Verführung der Jugend, die einem solchen falschen Evangelium, einer falschen Lehre, einem falschen Christus ausgeliefert wird. Markus Till schreibt über das Buch: Der biblische Anspruch, die Geschichte Gottes mit den Menschen durch authentische historische Berichte zu schildern, wird immer wieder negiert. Die biblische Urgeschichte sei komplett unhistorisch. Trotz der in Matthäus und Lukas klar bezeugten Jungfrauengeburt wird unterstellt, dass sowohl die Evangelisten als auch Paulus von einer biologischen Vaterschaft Josefs ausgegangen seien. Ich möchte die Wahrheit verkündigen, denn nur die Wahrheit macht uns frei, aber bei diesem Buch und bei diesen Gemeinden darf man die Wahrheit nicht mehr suchen. Markus Till über das Buch zur Auferstehung betonte M. Drodowski, dass die Erscheinungen und Erfahrungen mit dem Auferstandenen Jesus nur von Gläubigen bezeugt worden seien. Mehr möchte ich den Lesern nicht zumuten. Markus Till führt noch viele weitere verstörende Aussagen auf. Wer den ganzen Text lesen möchte, findet den Link unten in der Beschreibung. Diese wenigen Aussagen aus dem Buch Glauben, Hoffen, Lieben reichen, um zu zeigen, welches Geisteskind die Autoren sind, die alle in verantwortlichen Positionen innerhalb der Gemeindebünde der EFG und FEG sitzen. Ich möchte nochmals das Besondere dieses Buches herausstellen. Erste Insider wissen schon lange, was für Lügen an den theologischen Hochschulen gelehrt werden. Zweitens, die Absolventen dieser Hochschulen haben diese Lehren verinnerlicht und halten sie für die Wahrheit. Sie haben einen Glauben entwickelt an einen Gott, der nicht der Gott der Bibel ist. Sie haben sich vom Wort Gottes gelöst und folgen ihren Vorstellungen von Gott. Die Autoren sind Verführte, die man nun wieder nutzt, um viele andere zu verführen. Dritter, das Besondere ist jetzt, dass es öffentlich gemacht wurde, was an den Hochschulen der EFG und FEG gelehrt wird. Viertens, das Besondere ist, dass es keinen Aufschrei in den Gemeinden gab oder gibt und dass allenfalls ganz leise und vorsichtig die Hand erhoben wird. Ich kann nur alle Mitglieder in der EFG und FEG auffordern, die Bibel zu studieren, Gott um Erkenntnis zu bitten und aus einem gestrandeten Gemeindesystem auszusteigen, das Gott so offensichtlich lästert.